Ja, Mario 5, deshalb fangen wir mit der Sendung einfach ganz brutal an. Das erste Thema sind natürlich, wie immer, die Miles & More Highlights. Das wäre heute zum Beispiel Kreditkarte, aber auch Meilenschnäppchen und eigentlich viele übliche Verdächtige, die wir haben in der heutigen Folge. Willkommen zu den Meilen-Highlights für den Monat März. Wir sind quasi schon im ersten Quartal zu Ende, wenn man das mit den Meilen-Highlights sieht. Ja. Ich sage das ganz bewusst, weil die Angebote sind irgendwie auch irgendwie am Ende, ne? Aber vergesst nicht, dass ihr Ja. jetzt schon abonnieren könnt, jetzt schon die Glocke anmachen könnt, jetzt schon kommentieren könnt und jetzt schon ein Like geben könnt. Ich habe Mario die ganze Zeit ignoriert. Nein, Mario, sprich jetzt einfach, Nein. sorry. Ja, nein, das war ja alles in Ordnung. Das war ja alles so abgesprochen. Ja, die Meilen-Highlights sind im Grunde ein bisschen aufgewertet, indem man gleichzeitig auch noch ein paar Meilenschnäppchen mit untergebracht hat. Ansonsten, ja, sind die Highlights mehr so Meilenhügelchen, würde ich sagen. Aber lass uns mal loslegen. Erstes Thema ist sicherlich, was nie verkehrt ist, aber ich denke ja, die meisten, die uns hier zuhören, haben längst eine Miles & More Kreditkarte oder eine Miles & More Card. Da gibt es bei verschiedenen Paketen verschiedene zusätzliche Willkommensboni, wenn man da jetzt zuschlägt. Allerdings ist da der Aktionszeitraum nicht nur der März, sondern es geht bis zum 30.04. Ganz genau, Mario mag das Thema nicht, deshalb leiert er das gerade auch so ein bisschen runter und redet langsam, weil er einfach den Schmerz nicht erträgt, dass wir die schon wieder haben. Und ich weiß auch nicht selber, wie oft ich das gesagt habe. Es gibt halt Willkommensbonus bei der Pluskarte. Also es gibt auch die Pakete für diese Versicherungspakete. Also insofern, Freunde der gepflegten Meilenkunst, ihr kennt das Angebot. Wer die Karte nicht hat, ich kann sie wirklich nur Schaut's euch empfehlen. an. Aber das Angebot ist da wie. Ich sage jetzt leider nicht den Vergleich, sonst glaube ich, dürfen wir die Sachen nicht mehr vorstellen. Das wäre, glaube ich, dann vorbei. Nein. Ein Thema, was uns alle interessiert, sind die Meilenschnäppchen. Und interessanterweise sind die Meilenschnäppchen für uns jetzt, ja, wir nehmen das ja vorher auf, muss man ja Ehrlichkeit halber zugeben. Insofern, wenn ihr die Bilderanalyse macht, wisst ihr auch, an welchem Tag. Wir wissen jetzt zum Beispiel vom russischen Präsidenten ja auch, dass er gewisse Aufnahmen wann gemacht hat, weil man ihm auf die Uhr geschaut hat. Also insofern die Meilenschnäppchen. Lass uns einfach die Meilenschnäppchen mal anschauen. Da sind einige interessante Sachen da. Rom ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd in der Business Class mit 25.000 Ist klar, Prämienmeilen. ja. Ach ja, wenn ihr euch wundert, es wird heute noch einen Meilenschnäppchens-Beitrag auch geben, aber da muss ich halt warten, bis die wirklich online sind. Das ist jetzt nur ein Auszug. San Diego ist eigentlich cool mit Ja. 55.000 Meilen. San Diego ist cool, ja. Ja, San Diego ist richtig geil. Hin- und Rückflug logischerweise, Buchungszeitraum 1.3., 31.3. und der Flug ist zwischen 15.6. und dem 31.7. Ihr wisst ja immer, bei der Langstrecke und bei der Kurzstrecke sind es unterschiedliche Zeiten. Nur der Buchungszeitraum Ja. ist halt immer der gleiche. Das ist halt der 1.3. bis zum 31.3., also immer der Monat 1. bis zum Monatsletzten. Mexico City, Und 60.000 Punkte, ja. das ist, finde ich, ein erstaunlicher, bis 31.7. mitten in den Sommerferien, ne? Ja, ganz genau. Also da guter Hinweis. Gleicher Ja. Zeitraum gilt übrigens auch bei der Mexico City-Geschichte. Rom ist übrigens der Buchungszeitraum 15.04. bis zum 30.05. Rio de Janeiro und Bangkok in der Premium Economy wird schon vorausgegeben. Das sind 55.000 Prämienmeilen. Auch da der längere Zeitraum, also auch über die Sommerzeit, wobei Bangkok, glaube ich, nicht so hübsch ist im Sommer. Nee. Und Economy ist übrigens Denver und Johannesburg dabei mit 30.000 anstatt mit 60.000 Meilen. Und Birmingham, Luxemburg, Ancona sind jetzt nicht so prickelnd mit 15.000 der Economy. Also ich finde, die Ziele sind okay, aber ich würde da jetzt keine Meilen für ausgeben in der Economy, ehrlicherweise, weil die Nee. Preise relativ gut sind. Aber wir sind gespannt, was die neuen Ziele sein werden, die noch dazukommen. Ich denke mal ganz einfach, dass wir in der heutigen Folge, die später kommt, da noch mal ein bisschen besser drauf eingehen. Ich werde wahrscheinlich alleine machen, wenn Mario arbeiten. Was muss ich sagen? Neuer Partner, ne Mario? Der Herr Musement ist bei uns Ja, jetzt im Weinbruder. Musement, ja, Chianti, toskanische Hügel. Ich bin ganz begeistert. Und das ist der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft. Und da gibt es tatsächlich 5 Meilen pro 1 Euro Umsatz. Regulär sind es allerdings 4 Meilen pro
Umsatz pro 1 Euro Umsatz, was ich finde ich gar nicht so schlecht ist. Also ein Reiseanbieter für Touren und bestimmte Aktivitäten. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast. Auf jeden Fall verschiedene Reiseerlebnisse in 140 Ländern finde ich gut. Muss man mal schauen. Der Buchungszeitraum für diese 5 Meilen pro 1 Euro Umsatz ist dort der 1.3. bis zum 30.4. Probiert das mal aus und schreibt uns eure Erfahrung einfach mal in den Kommentaren, würde ich sagen. Ja, der nächste Partner ist Lufthansa Holidays. Die Lufthansa Holidays hat zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, ja, natürlich gibt es Dreifachprämien, das muss man halt sagen. Finde ich jetzt aber nochmal gut, weil der Buchungszeitraum ist wirklich vom 1.3. bis zum 30.4. Und eine Besonderheit, und auf die müssen wir hinweisen, bis 14 Tage vor Abflug ist kostenlos stornierbar. Das ist halt eine gute super. Geschichte. Reiseziele, sagt man, sind von Mailand bis in die Karibik. Finde ich auch jetzt spannend. Also insofern ist das eine coole Geschichte. Reisezeitraum ist übrigens flexibel, nur damit ihr es wisst. Das heißt, also ihr müsst jetzt nicht auf Biegen und Brechen im April noch schnell weg Urlaub einreichen oder sowas. Das geht auch bei längeren Zeitraum. Und wenn Lufthansa Holidays dabei ist, darf wer nicht fehlen, Mario? Die Eurowings Holidays. Und auch da gibt es dreifache Meilen, Prämienmeilen. Und auch hier Stornierung bis 14 Tage vor Abflug möglich. Der Buchungszeitraum geht auch vom 1.3. bis 30.4. Aber der Zeitraum ist nicht ganz so flexibel. Der ist nämlich bis zum 31.12. Aber ich finde ja, das ist ja noch reichlich Zeit. Auch wenn das erste Quartal schon sich in dem letzten Monat befindet, ist es ja noch reichlich Zeit bis zum 31.12. Ja, ganz genau. Und des Weiteren, ich habe das auch bei vielen meiner Concierge-Kunden gesehen, die haben Einladungen von der Lufthansa bekommen für die Meilen-Events, also wo man die Meilen einlösen kann für Events. Und da sind halt die verschiedensten Sachen bei, Kultur, Golf, glaube ich, war da Meet and Greet mit irgendwelchen Golfgrößen, fand ich persönlich jetzt nicht so spannend. Aber, und das ist ja auch das, was wir beim letzten Mal sagen, wir hatten ja letztes Mal auch dabei, das war das, was früher bei der Lufthansa für Umme war. Also das ist... Wer genug Meilen hat, kann es machen. Ja. Ich persönlich finde den Value nicht so gegeben, ehrlicherweise, weil die Events mich nicht ansprechen. Wer aber ein Golfer ist, für den ist das eventuell etwas. Also da einfach in euer Postfach gucken und da dann buchen. Ganz, ganz wichtig, ist limitiert. Ja. Die Events sind eigentlich cool, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also da gibt es nichts. Hast du mal ein Event mitgemacht bei Lufthansa, Mario? Nein. Mein Geiz ist... Da wären mir die Meilen auch zu schade mir immer, Also mein geilstes Event, es war jetzt nicht ein Event aus dieser Reihe, das geilste Event war damals in Hannover, da war ich am Flughafen, waren wir da in dem am Flughafen, das Hotel. Welches? Wo? Am Flughafen Hannover, das kennst du doch, sondern Maritim heißt die Bude. Maritim. Maritim heißt die Bumsbude. Da hatten wir auch so einen Raum und da waren auch Leute aus Frankfurt, heißt also Cockpit und so weiter, und hatten uns unterhalten. Gab Buffet, ich durfte Steak bestellen, weil man meine Vorliebe kannte. Also insofern fand ich das sehr, sehr gut. Da nochmal einen persönlichen Dank nach Hannover, wobei die Dame jetzt ja auch in Köln ist. Namen nenne ich keine, weil sonst wird der Beleg noch rausgesucht und wird vielleicht vom Gehalt abgezogen. Also insofern... wollen wir nicht. Diese Events, aber andere Events waren halt zum Beispiel Heiligen Damm im Porsche hinfahren und so weiter. War alles ganz cool, waren damals halt umsonst. Ja. Ich hatte USA, hatte ich auch ein Golfturnier, Indian Wells, New York Fashion Week, also solche Sachen, Einladung gehabt. War ganz cool. Ja, Mario ist ja der bei uns für Konsum zuständig ist. Da gehen wir auf das weitere Thema ein. Bis zu 15-fache oder 10-fache Prämienmeilen. Möchtest du einfach runterrasseln, was die Angebote diesen Monat sind, und nicht erschrecken, ihr werdet viele kennen. Ihr werdet viele kennen. Ich will nicht sagen, es sind immer die gleichen oder dieselben, aber es sind auf jeden Fall viele Bekannte dabei. Wenn ihr tankt bei Shell 25% mehr Meilen, dann Amazon war, glaube ich, die letzten Monate auch immer dabei. Dreifache Meilen für Einkäufe aus bestimmten Kategorien, Filme, Serien, Musik, Games, bestimmte oder die Amazon-Geräte, Uhren, Tierbedarf. Keine Ahnung, bei einem anderen Großen war immer alles außer Tierbedarf, aber hier ist Tierbedarf dabei. Gibt es Praktika noch? Und genau, nein, gibt es nicht mehr wahrscheinlich deshalb.
Und Handmade-Produkte, whatever that means, auf jeden Fall gibt es dort dreifache Punkte. Ja, wer immer noch nicht so gerne rausgeht und sich lieber was zu essen bestellt, bei Lieferando gibt es vierfache Meilen, bei der Shop-Apotheke achtfache Meilen, bei peterhahn.de zehnfache Meilen. Und da musst du jetzt mal auf den Link klicken. Was war nochmal Peter Hahn? Sagt mir jetzt ad hoc nichts mehr, aber wir hatten das schon mal. Dann macht sich die Seite bei nicht wirklich auf. So, dann bei der lampenwelt.de gibt es zehnfache Meilen. Das ist gar nicht so schlecht. Gutscheine bei Kados, auch zehnfache Meilen. Bei lotto.de achtfache Meilen, also da könnt ihr sozusagen doppelt gewinnen bei Lotto und wenn ihr überhaupt schon mal spielt. Ja, NBW, 8000 Meilen pro Strom- und Gasvertrag. Ja, müsst ihr schauen, ob es da günstiger ist. Ich fürchte ja, das wird in nächster Zeit eher aufgrund der aktuellen Lage noch teurer. Da sollte man sparen, was man sparen kann. Ja, beim größten deutschen Online-Händler Otto.de gibt es fünffache Meilen. Ja, und dann ist natürlich auch wieder, die sind, glaube ich, auch fast jeden Monat dabei, ne? Sixt gibt ja. Es bis zu 15-fache Meilen. Für die Miet- oder wenn ihr dort Mietwagen anmietet. Ja, da gibt es, ist wieder gestaffelt, wie auch jeden Monat bei 1 bis 2 Tagen 500 Meilen, 3 bis 6 Tage 1500 Meilen, 7 bis 13 Tage 3500 Meilen und ab 14 Tagen gibt es 7500 Meilen, die Mietdauer maximal 27 Tage, der Buchungszeitraum der ganze März, der Anmietzeitraum geht allerdings vom 1. März bis zum 31.05. Ja, und dann gibt es noch, falls er neue Strümpfe oder dergleichen braucht, beim Workshop zehnfache Meilen auf Produkte der Marke Falke im Lufthansa Workshop. Und Lars, die Löcher stopp sie nicht, kauf dir einfach neue Strümpfe bei Falke oder im bei Lufthansa Peter Hahn. Workshop. Oder bei Peter Hahn, weil oder das ist ein Modegeschäft, Damen und Herren, oberbegleitet. Eigentlich müsstest du das kennen, Mario, aber wir haben ja die Lücke live geschlossen. Ja. Also insofern, wer von euch bei Peter Hahn schon mal bestellt hat und eine Expertise geben kann, kommentiert mal. Kommentieren. Ja. Ja, Hotel in Cars. Ja, die nächsten sind, glaube ich, auch dabei immer, ne? Ja. Ja, die nächsten Cars and Points. Das ist ja, glaube ich, mal so dein Thema. Ja, das ist 30% Meilen extra für die Erstbucher, wer dann noch nicht gebucht hat. Ich wäre zum Beispiel jemand. 30% extra gibt es dafür, 1000 Meilen pro Nacht für ein Hotelbuchen und immer mindestens 250 Meilen pro Tag der Meilen der Mietwagenbuchung. Buchungszeitraum 1.3. bis zum 31.3., aber der Aufenthalts- oder der Mietwagenbedarf ist flexibel. Also insofern wunderbar. Dann den nächsten mache ich auch direkt mit, weil da kann man auch das in einem Aufwasch machen. Avis, das hatten wir ja auch, war 2500 Meilen von 3 bis 5 Tagen, 4500 von 6 bis 10 Tagen, 6000 Meilen von 11 bis 15 Tagen, 6500 von 15 Tagen bis 18 Tagen. Der Reservierungszeitraum ist bis zum 30.04. Ab dem 1. März können wir natürlich vorher buchen, ab heute quasi, wenn ihr es seht, ab heute. Ab sofort. Ja. Und Anmietungszeitraum ist bis zum 15.07., allerdings auch vorher natürlich logischerweise vom 1.03. Wer etwas elitär unterwegs ist wie Mario, der fährt natürlich was, Mario? Der fährt Porsche und leiht sich einen Porsche bei Porsche Drive Rental. Und da gibt es pro Anmietung 8000 Prämienmeilen. Hier der Buchungszeitraum sogar vom 1.03. bis 30.04. Und der Anmietzeitraum geht bis zum 30.06. gilt für alle Buchungen ab einem Tag in allen deutschen Porsche Drive Rental Standorten. Zweitfahrer und Freikilometer sind inklusive. Also wer mal, weiß ich nicht, einen ordentlichen 911er fahren will oder einen Taycan, diesen Elektro-Summer, Hobel. Der hat jetzt die Gelegenheit. Elektro-Hobel. Elektro-Hobel. Ist wie ein Seitenschleifer, der ist ja auch nur auf Elektro. Also ich weiß. Wäre sehr interessant, ob das hier jemand unserer Zuschauer schon mal gemacht hat. Würde mich sehr interessieren, wie das so abgeht. Also nicht das Auto, sondern ob dort schon mal bei Porsche Drive Rental jemand gemietet hat. Könnt ihr ja auch mal in den Kommentaren vermerken. Ja, und jetzt geht's wieder zum Einkaufen, ne?
Ja, Ingolstadt Village, Mars Mechelen, Wertheim Village, das sind die bekannten Patienten. Wenn ihr da Shopping geht, kriegt ihr für jedes gekaufte Teil fünffache Meilen. Für meistens auch Kreditkarteninhaber gibt es sogar logischerweise pro Euro Umsatz gibt es dann sechsfache Meilen, macht ja logischerweise Sinn, das ist ja immer so. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum man da jetzt extra darauf hinweist. Und zudem gibt es 20% Preisnachlass auf den Outlet-Preis. Gibt auch einen Virtual Shopping Service, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich geil. Also ich finde ja. Outlet Shopping finde ich cool. Aber Mario, du warst ja quasi gefühlt gerade in Amerika. Outlet in Amerika ist schon noch geiler, ne? Ja, muss man sagen, obwohl ich, aber das ist sicherlich mal Zeit für eine Extrasendung oder beim letzten Mal tatsächlich nicht so begeistert vom Angebot war. Ich weiß nicht, ob es gerade an der Zeit gelegen hat, aber grundsätzlich ist das Shopping-Erlebnis in den USA noch besser, zumal dieses Erlebnis dort ja auch nur ein sehr kurzer Aktionszeitraum ist, vom 24.03. bis zum 2.04. Also da muss man dann richtig ran in der Zeit, ordentlich einkaufen. Nichtsdestotrotz 20% nochmal Preisnachlass und die 5- bzw. 6-fache Meilen, das ist schon nicht verkehrt, muss man einfach mal so sehen. An dieser Stelle können wir einfach nur sagen, die Angebote waren überschaubar. Die Meilen-Schnäppchen waren cool, dass man sie jetzt vorher mal bekommen hat, dass wir nicht bis nachmittags oder abends warten mussten. Also insofern auch eine coole Geschichte. Ich glaube irgendwie, das ist auch so ein Eingeständnis der Lufthansa selber, dass die Angebote diesen Monat nicht so prickelig waren. Ja. Deshalb also insofern in meinen Augen ein cooler Move. Einige Angebote wiederholen sich. Ich hoffe, dass da mal neue Knüller-Angebote kommen. Und Mario, was ist dein Schlusswort? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt mal, welche Angebote ihr so wahrgenommen habt. Ganz genau und ganz wichtig, Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, Glocke an, kommentiert unten und Like da lassen. Danke, dass ihr es getan habt, danke, dass ihr heute dabei wart und danke, wenn ihr die nächste Sendung heute schaut. Also bis dann, ciao. Und tschüss, macht's gut. Ich mach da mal aus wieder. Ja.